Wer bin ich denn dann, ja, wenn ich mich nicht an dieser sexuellen Gesinnung festhalte oder an dieser Ernährungsform oder an dieser Stadt, in der ich lebe? Hallöchen, herzlich willkommen bei dem Video. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast und dass dich das Thema anscheinend interessiert. Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial für Wachstum drin steckt. Du hast vielleicht im Titel schon gesehen, es geht darum, dass wir Menschen, anderen Menschen oder auch uns selbst einen Stempel aufdrücken, uns in eine Schublade stecken und da dann drin stecken und glauben, der entsprechen zu müssen, beziehungsweise halt kritisiert werden, wenn wir nicht mehr in die Schublade von jemand anderen passen. Und ich möchte wirklich beide Blickwinkel betrachten, weil es nicht nur so ist, dass uns andere Menschen in die Schublade stecken, sondern auch wir selber. Und ich habe da auch so ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben und die werde ich an gegebenem Punkt dann auch mit beitragen. Und erstmal so ein paar Schubladen, die vielleicht die Menschen, die ihr so oder die ich auch gut kenne, von meinem Kanal so, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich bin rohvegan. Hey Leute, was passiert, wenn ich jetzt nur noch mich vegan ernähre oder meine kritischen Phasen habe und irgendwie Butter esse, weil ich die so gerne mag? Oder was habe ich neulich auch mal gegessen? Ja, ich glaube, es ging um Butter. Ja, da hatte ich echt so einen Tiefpunkt und ich wollte es nicht mehr kontrollieren. Und ja, darf ich das jetzt erzählen? Oder fallt ihr dann aus allen Wolken? Wie ist das? Ja? Oder auch zum Beispiel bei der sexuellen Gesinnung ist es auch so ein Thema, finde ich, wo viele Menschen mittlerweile merken, sie wollen nicht mehr sich festlegen, in eine Schublade stecken. Sind sie jetzt hetero? Sind sie schwul? Sind sie polyamor? Sind sie mono? Monogam. Also das ist ja alles gerade so im Wandel, in der Bewegung, in der Transformation. Es ist gerade sehr viel Offenheit da, sehr viel Experimentierfreudigkeit. Und dadurch wird an diesen Schubladen sehr gerüttelt. Und ich halte das für was Gutes, wenn wir da rauskommen, rausschlüpfen. Und also einerseits hilft es sozusagen, so eine Gruppe zu finden, zu der man sich vielleicht zugehörig fühlt, wenn man sagt so, hey, ich bin rohvegan, dann können sich alle rohveganen treffen, ja? Bei den Potlucks zum Beispiel, wo wir uns treffen, klar, da steht rohveganer Potluck, aber da sind ganz viele Menschen, die sich nicht hundertprozentig roh ernähren. Manche ernähren sich noch nicht mal vegan, manche essen auch noch Fleisch, ja? Und trotzdem gibt es da so einen Sog hin und diese Offenheit einfach zu haben, so. Das ist zum Beispiel ein Punkt da dran, ja. Und auch, ja, so, ich merke aber auch, dass ich das manchmal nicht möchte, dass ich mich so festlege oder in eine Schublade mich selber stecke, ja, weil ich dann in so einer Box drin bin und da ist es dann schwer, so rauszukommen. Ich hatte zum Beispiel, das war so mit Anfang 30, ich war in meinem Leben, also ich bin tendenziell heterosexuell, habe mich aber zweimal in meinem Leben schon in eine Frau verliebt und mit der einen, da war das, es war beide Male beruhte auf Gegenseitigkeit, aber bei der einen war das dann so, wurde das so stark, dass wir uns, also wir waren beide vorher heterosexuell und haben diese Liebe einfach gespürt und das ging über viele, viele Wochen, wie wir gemerkt haben, da ist eigentlich ein Sog nach mehr, aber es passte nicht in unser Bild hinein. Wir hatten totale Angst, einmal unser eigenes Selbstbild zu verlassen. Ja, was passiert, wenn ich jetzt die Frau küsse, wenn ich mit ihr körperliche Zärtlichkeit austausche? Und was denken die anderen über uns, die uns nur vorher als hetero erlebt haben? Ja? Und es war so krass, das war so,
es hat so gerüttelt, es hat uns wirklich viele Wochen bewegt, bis wir diesen Schritt uns, bis es so stark wurde, die Anziehung einfach, dass wir wirklich diesen Punkt überwunden haben, ausgestiegen sind aus unseren eigenen Schubladen, aus dem drauf geschissen haben, zu Deutsch gesagt, was die anderen über uns denken. Und wir wirklich uns auch körperlich näher gekommen sind. So, ja? Also so, wie ich das vorher nur mit einem Mann gemacht habe. Und das war eine schöne Erfahrung, aber es geht mir im Moment eher um diesen Moment, ja, wie stark manchmal diese eigenen Schubladen so sein können. Und wenn das Leben dann aber auf einmal was anderes bringt, was sich so gut anfühlt, ja, warum sollst du das nicht verlassen, so das Alte? Ja, ich habe da so ein paar Wörter gesammelt, ja, dieses in den Schubladen. Das ist was, woran wir uns festhalten können. Da können wir Dinge einordnen. Es hilft uns beim Einordnen. Es gibt uns Orientierung. Wir können uns daran festhalten. Und wir glauben, wir wünschen uns, dass es etwas Dauerhaftes ist. Ja, so was uns Halt gibt. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir an vielen Dingen so festhalten, warum wir Dinge versuchen einzuordnen, in Schubladen zu stecken, einen Stempel drauf zu drücken. Ja, und das kann ich super gut verstehen. Und auf der anderen Seite, ja, wenn wir das nicht tun, werden wir immer flexibler. Wir werden lebendiger. Wir können mit dem Strom des Lebens mitschwimmen, was da gerade so angeschwemmt wird. Wir werden offener, wir werden wandlungsfähiger und wir können mit Veränderungen, die uns das Leben bringt, leichter umgehen. Ja? Je leichter wir loslassen können. Ja, das sind sozusagen die positiven Aspekte, wenn wir da rauskommen, ja, aus diesem quadratisch praktisch gut, das war schon immer so. Ja? Ein Punkt, der uns, glaube ich, daran hindert, damit aufzuhören, das habe ich zumindest bei mir gemerkt, nach außen hin entsteht dann für mich die Frage, bin ich dann noch zuverlässig? Ja, wenn ich mich permanent verändere, was ich eigentlich sowieso tue, aber ja, wenn ich irgendwie heute den liebe, morgen den liebe, kann man sich dann noch auf mich verlassen? Ja, das ist so dieses von außen. Und das, was in mir drin steckt, ist die Frage so, wer bin ich denn dann? Ja, wenn ich mich nicht an dieser sexuellen Gesinnung festhalte oder an dieser Ernährungsform oder an dieser Stadt, in der ich lebe. Wer bin ich dann noch? Was bleibt übrig, wenn ich mich die ganze Zeit verändere? Ja. Was macht mich aus? Was macht mich aus? Und ich glaube, die Beziehungen sind da ein ganz guter Spiegel. So, ne? Es ist, wir leben immer mehr, wir gehen immer mehr weg von diesen dauerhaften, lebenslangen Partnerschaften, ja, wo noch alles stabil und fest und geordnet war, zu immer freieren Formen. Ja. Ich habe mit jedem Menschen, dem ich begegne, eine ganz individuelle Beziehung. Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben, sondern im Hier und Jetzt. Ja, dieses da ankommen hilft uns, oder nicht mehr in Schubladen zu stecken, hilft uns mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und die Abweichung von der Norm, ja, von meiner eigenen und von dem Außenblick zuzulassen. Das ist auch, ja, die Chance, die darin zu finden ist. Ich möchte noch eine andere Situation aus meinem Leben erzählen. Ich habe mal, wo ich noch in Berlin gelebt habe, 4,5 Jahre in der Gemeinschaft gelebt, wo wir alle 2 Wochen Plenum hatten, wo wir geteilt haben, wie es uns geht und dann auch natürlich Organisatorisches besprochen haben. Und ich weiß gar nicht mehr, da war ich so Mitte 20, also fast 15 Jahre her. Da war ich noch
hatte ich noch sehr starke Angst vor Veränderung. Habe ich noch sehr festgehalten und habe, wenn andere aus der Gemeinschaft eine Veränderung anbringen wollten, dann habe ich immer Nein gesagt. Nein, nein, das, weil ich konnte das nicht aushalten. So, vor allem, weil es so viel, so oft war. Ich bin eher ein langsamer Mensch. Ich brauche lange, um mich an Dinge zu gewöhnen. Und also zumindest war das damals so. Und ich bin gerade so ein ganz bisschen irritiert, weil hinter mir die Leute langlaufen. Aber ich mache mal weiter, ich probiere es mal. Und irgendwann kam da aber was, hat sich was verändert. Und ich habe angefangen, Ja zu sagen. Ja? Und habe dann auch schon eine Weile immer Ja gesagt und war offen für die Veränderung, weil ich auch gemerkt habe, dem anderen ist es wichtig. Ja? Und habe dann gedacht, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich Ja sage. Ne? Und das habe ich dann auch schon eine Weile gemacht. Und irgendwann kam dann aber diese Person, auf mich zu und meinte, oh, du sagst immer nur Nein und sträubst dich gegen jede Veränderung und so. Und ich hatte aber das Gefühl, es war auch so, dass ich halt mich schon längst verändert hatte. Und dadurch, dass er mich aber so abgestempelt hatte, dass ich halt keine Veränderung zulasse, hatte das nicht mitbekommen. Und als ich das dann ihm aber gesagt habe, du, ich habe die letzten Male, habe ich immer Ja gesagt zu den Wünschen, die du hattest, die du eingebracht hast. Und erst dann hat er kapiert, dass ich mich verändert habe. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so offen zu bleiben und Menschen immer neu zu betrachten und nicht zu denken, ich kenne die Person. Ja, sondern ja, gerade bei den Menschen, die so wie viele von meinen Freunden auf Reisen sind, in starken Prozessen sich befinden, das ist ein permanenter Wandel. Das, wie ich vielleicht vor 2 Wochen den Menschen begegnet bin, das ist ja heute vielleicht in manchen Punkten schon ganz anders. Und das einfach zuzulassen und den Menschen immer neu zu betrachten, das macht das Ganze lebendig. Ja, ich glaube, das war ein ganz guter Schlusssatz und ja, ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest und hier sind noch 2 andere Videos. Alles, alles Liebe dir. Ciao.